Bei der Eishockey-WM in der Slowakei hat sich Finnland am Dienstag ab 12:15 Uhr live im TV auf Sport 1. Deutschlands letzter Gruppengegner beim 3:0, 1:0, 1:0, 1:0 gegen Frankreich keine Blöße gegeben und sich mit dem 5. Sieg an die Spitze der Gruppe A gesetzt. Bildergalerie Eishockey-WM 2019, Favoriten im Check mit Russland, Schweden, Deutschland 17 Bilder. Die Tore erzielten Joel Kiviranta, 10. Nico Mikola, 22. und Jere Salinen, 53. Jetzt aktuelle Eishockey-Fan-Artikel kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeiger Russland weiter makellos. Olympiasieger Russland hat unterdessen im 6. Spiel den 6. Sieg gefeiert. Das einzige noch immer ungeschlagene Team beim Turnier setzte sich in Bratislava gegen Vize-Weltmeister Schweiz 3:0, 1:0, 1:0, 1:0 durch. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga, woran Kovac Zukunft hängen könnte. Fußball, Bundesliga, so will der BVB Bayern angreifen. Fußball, Bundesliga, Pizarro kündigt Karriereende an. Fußball, La Liga, Bale, Abschied durch die Hintertür. Fußball, 2. Bundesliga, Union Ergebnis verwirrt. Paderborn im letzten Spiel vor dem Viertelfinale trifft der Rekordkampion am Dienstag ab 20:15 Uhr live im TV auf Sport 1 auf Titelverteidiger Schweden. Für Russland trafen Artjom Anisimov, 4. und Nikita Kucherov, 27. 56. Die S-Bornaja führt die Gruppe B vor Tschechien an, das am Nachmittag Österreich mit 8:0, 2:0, 3:0, 3:0 deklassiert hatte. Die Schweiz ist 4. Let's block it's why.